Na komm, sachte runter. Na, da sind wir unten. Ging ja diesmal schnell. Puh. Schnell zu unseren Items. Na egal. Da war ja nicht viel drin. Haben wir nicht viel vergessen. Nicht viel verloren. Das Diamantschwert, das wäre tragisch, wenn wir das verlieren würden. Also müssen wir aufpassen. Rüstung haben wir ja dabei. So sieht's aus. Ich wieder auf in die Wüste. Ist mal ein bisschen. Sein. Nachts in der Wüste ist nicht so schön. Na denn, ich glaube, ich mache mal eine kleine Timelapse. Da müssen wir nicht den ganzen Weg zweimal machen. Also ich muss dann schon machen, aber ja nicht. Ihr müsst ihn euch nicht zweimal antun. Na dann, auf geht's. Ja, vielleicht finden wir dort Früchte. Sieht aus nach einem Sumpfbiom. Ich glaube nicht. Ein Ei, ist keine Frucht. Nein. Nichts, was man großartig anbauen könnte. Aber Weizen. Oh, Pferd. Pferdefleisch. Oh, das klang schlimm. Das hat gar kein Fleisch gegeben. Oh oh, Pferdemörder. Oh. Ich hoffe, es sind keine Pferdefans unter euch. Dann tut es mir natürlich leid. Schaf, gib mir Wolle und Fleisch. Noch bin ich nicht hungrig, aber ich werde es wohl irgendwann mal sein, wenn ich auf der Reise weitergehe. Den kann ich auch nicht mehr. Boah, 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 boah. Ja, das bringt sehr viel. Kann ich ganze Felder hier voller Weizen machen. Und da muss ich größere Felder anlegen. Boah, 15 Weizen. Ja, kann ich in der Truhe lagern. Muss eine Truhe vor dem Zelt, vor dem Feld mal anlegen. Herrliche Versprecher hier. Kann ich da mal das Weizen lagern. Würden wir nur heil wieder zurückkommen. Dafür wird hoffentlich meine Spitzhacke, würde ich schon sagen, mein Schwertsohn. So, wenn wir in die Richtung zurückkommen, wird es dann meinen Orientierungssinn führen. Zack, Diamantschwert bringt sie alle ganz schnell um. Ja, Schwein. Ich brauche euer Fleisch. Ich muss ja auch überleben. Es tut mir leid. Früchte, Karotten. Wo findet man sowas? Irgendwo müsste ein Villager-Dorf sein. Da war ich ja schon mal. Hab mich in diesem Biom. Auf dem Schneebiom. Da käme man dann. Zumindest ein Rotbeete kann man auch schon. Also da bekommt man vieles in den Villager raus. Aber hier in der Wildnis bekommt man da auch Sachen. Pass auf, Weizen. 20 haben wir schon. Hoi. Also, Getreide.
Daran wird es uns nicht mangeln, wenn wir damit zurückkommen. Mit dem Diamantschwert hier abbauen, das ist auf jeden Fall das Richtige. Dafür sollen wir das Schwert verbrauchen. Oh, von 25 haben wir durch. Eine gute Ernte. Ist ein bisschen laut, aber ja. Es bringt viel. Also der Weizenhandel geht hier in so einen Wurm rein. Sein Haus hier hinbauen, dann braucht man nicht mehr zu hungern. Hat man Brot wie immer. So schaut's aus. Viel Gras hier. Da scheinen wir schon ins nächste Biom gekommen zu sein. Ist das wie normales Gras oder sind die andere Sachen? Was mich wundert, ist es noch nicht Nacht geworden. Denn das scheint wirklich normales Gras zu sein. Lava. Warte, ich hab doch ein... Ja, ich hab keinen Eimer. Naja, dann hätte ich es mal mitnehmen können. Den Eimer habe ich verloren in der Wüste. Nicht mehr gefunden. Naja. Eisen bräuchte man für den Eimer. So sieht's aus. Ein Waldbiom. Ach, das kenne ich doch noch aus Part 3. Part Nummer 3. Ich glaube, ich gehe im Wald. Da bin ich ein Grasland. Nur durch den Wald geirrt. Nichts anderes gemacht. Sind wir wieder hier? Ist das derselbe Wald? Die gleiche. Kann sogar sein. Ja, Nahrung. Habe ich noch keine gefunden, bis auf Weizen, also Weizensamen. Da habe ich genug von. Davon können wir leben. Mal schauen, ob wir hier Spuren von meinem Vergangenheits-Ich finden. Vergangenheitszweige schon mal hier war. Höhlen und so weiter, die ich schon mit Fackeln ausgebaut habe. Bin ich bestimmt schon mal gestorben. Es wird dunkel. Nimm dein Schwert raus. Die Fackel leuchtet leider nicht im Dunkeln. Ich habe hier keine dazugehörige Mod. Ach du Scheiße. In der Höhle gefallen. Ach du Scheiße. Das ist gar nicht gut. Erde. Zack. So. Dunkel juckt's. Und ich hoffe nach wie vor, ihr seht was. Ich hoffe, ich sehe die Monster, die kommen. Im Bett habe ich natürlich keins mitgenommen. Warum denn auch? Komm, bitte vorsichtig sein. Wenn man den Tod riskieren kann. Sein Diamantschwert riskieren kann. Zweige eben. Typisch mal wieder. Schlucht. Hier im Wald sind auf jeden Fall gute Beute. Pilze haben wir hier. Naja, bietet sich nicht wirklich an zum Anpflanzen. Aber hier im dunklen Wald sind wir für Wölfe auf jeden Fall. Gute Beute. Hier in den Tälern. Da fällt man nicht auf.
kann gut angegriffen werden. Wow. Die Ebene. Ist das die Startebene, wo wir ein paar zu Null angefangen haben? Wo wir das Projekt gestartet haben? Könnte fast sein. Sie ist es. Ich glaube, sie ist es. Die Startebene. Ein Bruch. Ja, hier diese Wiese. Diese nichtssagende, leere Wiese. Das muss es sein. Schwein. Gib mir dein Fleisch. Ach ja, alte Zeiten. Monster. Böse Spinne. Ja, nein, so ein kleines Video. Das kann man kaum fassen. Das hat mich immer gemacht. Stirb, Kartoffel. Puh, alter Schwede. Baby-Zombies. Böse Baby-Zombies. Regeneriere. Und da habe ich was eingesammelt. Spinnenauge und Faden. Kann man nicht anbauen. Ein Skelett. Töte es. Ja, Knochen. Das können wir gebrauchen. Oh nein. Seine Freunde kommen und rächen sich. Aber ich weg hier. Nur überleben. Oha. Oh, Kacke. Bin ich aber nicht gut aufgehoben. Ah. Stirb, 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 stirb. Oh, Kacke. Nein, scheiße. Hier ist es gar nicht gut. Ich habe keine Erde. Mist. Kann mich mit Kakteen hochbauen. Nein, kann ich nicht. Kacke. Wo bin ich denn hier gelandet? Ganz weit unten. Mist. In der Höhle. Was soll ich denn in der Höhle? Spitzhacke habe ich auch nicht mit. Ich kann mich nicht abbauen. Und Wolle. Du hast mir das Leben gerettet. Das bräuchte ich eigentlich als Bett. Ich komme da nicht mehr ran. Egal. Ich bin hier hochgekommen. Uiuiui, nicht so auf den Schluchten fallen. So, Schweinefleisch habe ich noch mit dabei. Das ist zwar roh, das ist nicht das Beste, aber gut. Huhn. Gib dein Fleisch her. Ich brauche es zum Überleben. Jetzt bin ich wieder hier. Geronimo. So, dann geht's munter in der Nacht weiter durch die Gegend. Der Mond schimmert dort in der Gegend herum in der Nacht. Ich sehe, es wird langsam Tag, es wird hell. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal eine Aufnahmepause. Ich weiß nicht, wie viele Parts das jetzt schon sind oder wie lange ich aufnehme. Aber wir sind weiter auf der Suche nach Sachen, die wir anbauen können. Creeper! Komm mir nicht zu nah. Scheiße. Er hat sich von hinten angekrochen. Ich würde mal sagen. So. Guck
kurze Aufnahmepause und dann geht's weiter. Was machen die so viele Creeper hier? Gibt's doch gar nicht. Ist doch wieder Tag. Die Monster müssen noch langsam abgehauen sein. Ich dachte gerade, meinen eigenen Skinlord hinter den Bäumen zu sehen. Ich halluziniere schon. Wird Zeit, die Aufnahmepause wirklich zu machen, nicht nur zu sagen. Ich glaube, wir sehen uns, wenn es weitergeht. Da hinten ein neues Biom. Die Bühne. Ja. Die Wüste? Oder was? Ja, sind wir im Kreis gelaufen. Die Wüste. Na, tolle Kacke. Na, mal schauen, ob wir in nächster Zeit hier noch was finden. Wir sehen uns. Bis dann. Na komm, ich bleib jetzt einfach stehen auf der Grenze von Wüste und Land. So, Pause 2. Bis gleich. Nächsten Tag. So, noch ein bisschen laden die Welt. Ein bisschen generieren. Ich würde mal sagen, seit grüßt man den Zweige genommen mit und erinnert ihn aus der Ausnahme auf aus der Aufnahmepause zurück. Ja, der Part dauert ja schon ein bisschen, aber ja, ich bin wieder zurück aus der Aufnahmepause und weiter geht's. Ich werfe direkt mal das Schwert weg, mein Diamantenschwert. Genauso muss es sein. Ja, ich würde mal, glaube ich, hier ins Sumpfbiom aufbrechen. Ist doch ein Sumpfbiom, oder? Und es wird endlich nachts. Endlich, sage ich, weil wir schon seit einem langen Part hier im Licht rumlaufen. Oh, was haben wir denn hier? Leuchtende Blumen. Leuchtend blaue Blumen. Und ein See, der hier nicht abfließt. Warum auch immer. Der ist nix. Der kannst eigentlich fließen, aber gut. Was sind das für Blumen? Die können wir doch gebrauchen, oder? Blaue Orchidee. Wow. Die Orchidee. Ich glaube, die waren ganz selten. Das waren nur ein paar. 4 Stück, um genau zu sein. Ist gerade eine Hase gestorben. Nehmen wir den auch noch. Nee, sind zu schnell. Die Häschen. Und dann ab durchs Biom. Und wir mal ein bisschen, wenn wir unser Schwert noch nicht wegwerfen würden. Wenn wir mal ein bisschen Wolle hätten, könnten wir uns eigentlich mal ein Bett schlafen. Okay, 2, 3 haben wir. Jetzt brauchen wir noch Holz. Haben wir Holz. Kriegen wir Holz. Dann können wir die Nacht überdauern. Ich baue hier mal ein bisschen den Baum ab. Die Nacht überdauern. Ich glaube, das ist nicht mal richtig formuliert. Sollte einfach nur klug klingen. Ja, einmal schlafen gehen bei Nacht ist nicht schlecht. Wir haben zwar ein Diamantschwert, aber die Monster tauchen immer eine Nacht auf. Und dann das Diamantschwert zu verlieren, na, das ist nicht unbedingt das Beste, das Schönste. So, Bett, kann ich das Bett hier schon craften? Natürlich kann ich es nicht. Werkbank. Zack, immer Werkbank. Stellen wir uns eine Werkbank auf. Ich hoffe, ich kriege das schnell hin, bevor hier gleich die Zombies auftauchen. Die Monster. Weißes Bett. Holz. So reicht. Zack, weißes Bett habe ich. Abbauen die Werkbank. Könnten wir auch morgen machen, aber was soll es. So, das Ei mal hier reinlegen und hier mal schlafen. Zack. Das ist gut, dann können wir am Tag weitermachen. Ich habe nicht vor zu sterben.
Wenn wir sterben, sind wir verloren. Dann haben wir hier kein Haus mehr, wo wir aufwachen. Weil mit dem Bett haben wir es jetzt überschrieben. Das ist recht kacke, aber gut. Dann dürfen wir halt nicht sterben. Müssen wir uns mit unserer Rüstung und unserem Diamantschwert verteidigen. So, weiter geht's hier durch die Gegend. Ja. Sumpf. Biom. Das ist doch Sumpfbiom oder Waldbiom oder sowas. Weizen haben wir auf jeden Fall hier noch. Wir müssen mal wieder zurückschaffen. Lava haben wir da drüben. Okay, Eisen haben wir nicht dabei. Ach verdammt. Könnten wir uns mal runtergraben. Nach Eisen suchen, aber wir haben keine Spitzhacke. Ach verdammt. Ich würde mir gerne mal irgendwann mal Lava mitnehmen. Das wäre nicht schlecht mit so einem Eimer. Das wäre keine schlechte Idee. Wir sollten demnächst sowieso mal wieder unter die Erde gehen. Und mal. Ja, Eisen. Ohne Eisen haben wir keins mehr. So, ich fress mal ein bisschen was. Damit wir regenerieren. Ja. Eine zarte Grenze zwischen Wasser und Lava. Komm, das baue ich ab. Zack, Obsidian. Oder? Da steht doch Obsidian. Ja, nice. Obsidian. Können wir das hier abbauen? Oder können wir es nicht? Dafür ist ein Schwert eigentlich nicht da, aber gut. Und wenn, dann wird es wahrscheinlich in der Lava landen. Ach egal, das muss, sieht hübsch aus. Obsidian. So wird Obsidian hergestellt. Deshalb will ich mir Lava irgendwo mitnehmen, mit einem Eimer. Versteht ihr? Da hole ich mir einen Diamantspitzhacke. Und dann. Ja, und Wasser haben wir ja im Dorf. Kümmern wir uns darum. Nein, ich will in die Wüste. Ich will hier bleiben. Ja, auch ein bisschen Zuckerrohr. Nehmen wir mit, auch wenn ich immer noch keine Ahnung habe, was wir damit anfangen wollen. Ist das so klein, das Biom? Und dann bin ich einfach nur am Rand lang gegangen. Hab das meiste verpasst. Und da durch die Wüste geht es dann wahrscheinlich wieder zu meinem Dorf rüber. So, ein bisschen Schwarzwolle und Fleisch. Früchte habe ich noch nicht gefunden. Und ein Villager-Dorf erst recht nicht. Ein bisschen Fleisch für die Nahrungskiste. Kann nicht schaden, wenn wir das wieder mit zurücknehmen. Mit ein bisschen mehr als nur Weizen würde ich gern zurückgehen. Also ich würde nicht nur mit dem Weizen zurückkommen. Na gut, wir haben auch ein Spinnenauge und ja, Feder, Zuckerrohr, aber ja, ich hätte gern ein bisschen was mehr. Ich will irgendwo ein Villager-Dorf finden. Okay, das sieht nach ganz zufällig auftretenden Melonen aus. Sieht ja gar nicht gewollt aus. Was für ein Zufall, Melonen. Die sammle ich natürlich ein. Zack, 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 zack. Na, wenn das nicht reichen wird. 21 Melonen. 22. Nee, 24. Wow. Nehmen wir uns mit. So, Villagerdorf. Das wäre schon schön, wenn man hier ein Villagerdorf finden könnte. Es gab mal eins, das war in einem Schneegebiet irgendwo oben auf einem Gebirge. Wir sind von der Anfangswiese relativ wenig gelaufen. Und dann waren wir schon da. Das haben wir relativ durch Zufall gefunden, aber
Das Reich findbar. So schwer war das nicht. Müssen wir nur den Ausgangspunkt wieder finden. Und die Wüste ist auf jeden Fall falsch. Wenn wir da sind, da kann es ja nur schlecht sein. Aber die Wüste ist auch groß. Die zieht sich über die ganze Ebene. Und das ist ein ganz riesiges Biom. Im Gegensatz zu anderen Biomen. Sand haben wir mit dabei? Nein, haben wir nicht. Ich muss noch ein bisschen Sand mitnehmen. Wüstensand. Für Glas. Falls wir es mal zurückschaffen mit den Items, die wir hier haben. Ich glaube zwar nicht dran, aber kann ja sein, dass wir es mal zurückschaffen. Und ein Villager-Dorf auch noch finden. Ich glaube ja erstmal prinzipiell das Beste. Bin ja optimistisch. Wollen wir ja nicht den Teufel an die Wand malen, dass wir hier mit dem Diamantschwert sterben. So 27, ja, ich nehme noch ein bisschen mehr mit. Ein 64er Deck machen wir nicht voll, aber so ein bisschen was, klein wenig Glas, kann nicht schaden. Sand haben wir ja noch in der Nähe des Dorfs. Das ist ja nicht so schwer zu bekommen. 46. So, 50. Ja, dann können wir auch das 64er Stick drauf voll machen. Dann können wir ein bisschen Gas haben. Ich glaube, da wird auch nicht 64 Gas draus. Und gut. So, zack. Eins noch. Zack. Dann mal 64er Sand. Nehmen wir mit. Ein bisschen Wüstensand als Erinnerung. Das Diamantschwert hält verdammt lang durch. Ein Steinschwert wäre jetzt schon lange kaputt. Dadurch, dass wir das jetzt zum Sand bauen benutzt haben. Ich traue mich da gar nicht reinzugehen in die Höhle. Wüstenhöhlen sind schlecht. Böse Höhlen. Sollte man vorsichtig sein. Ich glaube, das war gerade 5, wo wir schon mal in der Wüste waren. Oder sogar noch früher. Wo wir einmal direkt reingefallen sind. Und da war so ein schönes Teil abgebaut. So einen schönen Kristall, den wir da gefunden haben in der Höhle. Und waren schon schwupps. Unten uns durch einen Fallschaden komplett zerstört worden. Das war vielleicht eine Aktion. Grabräuber waren wir da. Sind schwupps, schon waren wir tot. Ja. Ein Sumpfbiom. Das ist kein Sumpf, oder? Aber die Biom hier direkt an einem Wüstenbiom. Alles klar. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen im Timelapse hier durch die Gegend. Versuche mal ein Villager-Dorf zu finden. Ich hoffe, wir finden mal was. Und die Orientierung nicht verlieren. Sonst kommen wir nicht mehr nach Hause zurück. Die Wüste immer im Rücken behalten. Und immer beachten, wo wir sind. Weil hinter der Wüste ist das Dorf, soweit ich weiß. Wenn das nicht schon eine andere Wüste ist. Na denn. Kommt mir bekannt vor. Wir waren bestimmt noch nie hier. So, mal schlafen.
Obwohl, ich bin schon so viel gewandert hier in diesem Projekt. Das könnte durchaus sein, dass man hier schon gewesen ist. Ja, so billig ist das nicht. Vor allem Wälder haben wir schon, ja, zu Genüge durchforstet. Mohn, ja, das haben wir wirklich überall. Aber diese Pflanze hier, die blaue Orchidee, das scheint wirklich selten zu sein. Das sollten wir behalten. Vielleicht finden wir hier irgendwo die Basis. Vielleicht sind wir hier gerade auf der Nenner-Basis-Ebene. Könnte wirklich sein. Da können wir das dort mal unterbringen. Das könnte wirklich sein. Hier gibt es Rosen. Ja, das könnte das hier die Nenner-Basis-Geschichte sein. Ja, scheint zu. Dann wären wir zwar nicht beim Villagerdorf, aber vielleicht doch. Na, mal schauen. Und wo wir hier ankommen, ist das Gebirge mit dem Portal oben drauf. Das übrigens im Screenshot, ich habe das mal fotografiert. Nein, das ist nicht das Gebirge. Nein. Aber das Gebirge, das man sieht in dem einen Thumbnail, das sieht, also mich erinnert es ein bisschen an BB-8, das Gebirge. Euch auch? Ich hatte da so ein Gefühl, also das Gebirge sah so unten ganz groß aus und dann so wurde es zur Spitze hin so wieder ein bisschen dünner und dann kam wieder so ein Buckel oben drauf. Mit unten das große runde Teil und oben das kleine runde Teil. Sah aus wie BB-8, dachte ich zumindest. Also meine Fantasie. In meiner Fantasie war das BB-8. Sah das aus wie BB-8. Star Wars Fan. Sieht in gebirgenen Minecraft sahen. Das ist wieder ein Sumpfbiom. Naja. Wir irren hier ein bisschen durch die Gegend und finden hoffentlich irgendwann mal was versuchen. Ich entschuldige mich mal, dass die letzten Parts, gerade auch hier die Wanderungsparts, ziemlich viel aus Timelapse bestehen. Aber ich glaube, ihr versteht es auch, wenn ich euch sage, es würde relativ wenig Sinn ergeben, hier ohne Timelapse durchzulaufen. Dann würden wir hier 10, 20, 30 Parts brauchen. Naja, so viel nicht, das wäre ein bisschen übertrieben, aber dann würde das zu lange dauern. Dann würden wir hier ganze Parts lang nur durch grüne Ebenen laufen und kaum was machen, kaum was finden hier. Ein paar Lamas töten. Und ja, halt recht ereignislose Sachen machen. Ach, hier wieder bei der Wüste ankommen. Ist wohl das Zentrum des ganzen Geschehens hier. Diese verdammte Wüste. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal durch die Wüste zurück nach Hause und ja, dann brechen wir in eine andere Richtung auf. Erstmal das Zeug zurückbringen, was wir schon haben. Ein bisschen Melone haben wir ja bekommen. Können wir schon anpflanzen. Zumindest nichts. Wenn ich mich nicht irre, ist das unser Gebirge. Unser heimliches Gebirge, das Dorfgebirge. Kann mich natürlich auch irren.
Und ich glaube, ich irre mich auch. Aber das ist ein Sumpfgebirge, kein Schneegebirge. Aber auch gut. Gehen wir mal in die Richtung hier. Ach, ist das hier die Fläche, wo wir am Anfang des Parts waren? Oder was? Das ist das dahinter, unser Gebirge. Ich weiß es nicht. Ich darf mal dorthin, das sieht vertraut aus. Und da können wir auch...